begrüßen wir hier mit einem tosenden Applaus heute Abend auf der Bühne Hendrik Hirsch. Ich finde es voll cool, dass ich heute mit Marley Caris parallel auf dem Kirchentag auftreten kann. Krass, dass der Kirchentag zwei Künstler bekommen hat, die gleich erfolgreich beim ESC waren. Und Glück für ihn, dass es heute Abend keine Abstimmung gibt. Auch krass, so das Line-Up vom Kirchentag liest sich wie so ein Abend quer durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also Eckart von Hirschhausen macht so das, was er immer macht. Bruder Wartke erreicht das Publikum auf Dreisat wie jeden Abend hier und Luisa Neubauer sagt das, was stimmt, aber niemand hören will. Ich finde, Nürnberg hat so mit den letzten beiden Kirchentagen in Berlin so die ganzen negativen Seiten gemeinsam. Also Berliner Schnauze und fränkische Unfreundlichkeit passen perfekt und schlechten Fußball aus Dortmund kennt man hier auch. Es gibt so ein tolles Sprichwort, das heißt, der Club ist der Depp. Und auf Deutsch, der Club ist dein Depp. Der Club ist so der Fußballverein hier in Nürnberg. Und das Sprichwort bedeutet übersetzt ungefähr so viel wie, am letzten Tag schenken wir die Meisterschaft in Bayern. Der nächste Kirchentag ist ja in Hannover in 2 Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Und Nürnberg hat mit Hannover wiederum gemeinsam, dass sie es beide richtig gut verkackt haben, zur Kulturhauptstadt Europas gewählt zu werden. Also Hannover hat die Absage erhalten, dass ihnen einfach ein einzigartiges Narrativ fehlt. Das heißt, Europa offiziell findet Hannover ziemlich langweilig. So, mit dem Kirchentag haben sie endlich mal wieder was, womit sie ein Vierteljahrhundert angeben können. Wobei ich auch nicht glaube, dass die Expo so schnell nach Nürnberg kommt. Ich weiß nicht, wer von euch in Berlin dabei war bei dem Event. Am Ende ist ja so der halbe Kirchentag nach Wittenberg gefahren. Muss man auch erstmal schaffen, so mit 60.000 Leuten durch den halben Osten zu fahren, wie so Moses, und dann die Reformation dort zu feiern. So eine Aktion würde in Nürnberg auch einfach gar nicht gehen, glaube ich, weil die Reformation außerhalb der Stadtmauer noch gar nicht angekommen ist. Keine Katholiken heute Abend hier. So, ich glaube, es gibt einfach keine Gemeinde, wo man so viele Protestanten hinschicken könnte, um da Platz zu haben. Der Kirchentag ist ja sowas wie die Jahreshauptversammlung der Funktionsjacken und Birkenstockträger. Und was soll ich sagen, das Wetter heute hat perfekt recht gegeben, so, wenn eine gute Jacke dabei hatte, wurde nicht nass und wer Sandalen oder Jesuslatschen an hatte, hatte auch keine nassen Socken danach. So, und der Kirchentag ist so das Rock im Park von den Leuten, die einmal im Jahr an Weihnachten in die Kirche gehen. Also die es mit dem Glauben zwar haben, aber nicht unbedingt immer ernst nehmen. Leider hat es Rock im Park dieses Jahr glücklich erwischt, bei denen gab es keinen Regen und kaum fängt der Kirchentag an, schüttelt es den halben Tag. Normalerweise muss es umgekehrt sein in Nürnberg, aber gut, kann ich alles haben. Was ich finde, was zum Kirchentag unbedingt dazu gehört, ist das Schlafen im Klassenzimmer. Ich weiß nicht, wer von euch... Also, auf der Isomatte im Klassenzimmer... Im Klassenzimmer unter einem Plakat von Merle aus der 2B über ihre Erdaufzeichnung. Das ist einfach Kirchentag pur. Ich finde es einfach klasse. Und so passend zur Isomatte auch immer die Rückenschmerzen ganz wichtig. Man steht Donnerstag früh auf und denkt sich, oh, den ganzen Tag. Aber dann ist es geschafft. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie geil ich es finde, heute Abend in meinem eigenen Bett zu schlafen. Ja. Ich wohne hier in der Gegend und fahre jetzt dann 20 Minuten nach Hause und lege mich mein Bett. Tut mir leid für euch. Der Kirchentag hat immer eine Losung. Also so wie so ziemlich jede kirchliche Sache eine Losung hat. Und ich glaube, das ist mehr so ein Motto, weil wenn es wirklich eine Losung wäre, hätte der Kirchentag, glaube ich, ein paar Probleme. Also angenommen, man muss das nehmen, was man zuerst lost. Ja? Oh, das du... Mein Bruder wäre es, der die Brüste meiner Mutter gesogen hat, ja, Hohelied 8. Ich glaube, der Zielgruppe ist schwierig zu vermarkten.
oder man zieht einfach das gleiche wie letztes Mal. Also das würde zwar gehen, aber das ist auch doof. So, dann recycelt man dann die Schals so, was für ein Vertrauensverlust in die Kirche oder so. Dann gibt man so einen neuen Add-on, um das Event vom anderen zu unterscheiden. Weiß ich ja nicht. Dafür kann man die Schals, wie gesagt, wiederverwenden, wo das Motto so schön draufsteht. Und ich finde den Schal wirklich klasse. Also am Abend der Begegnung kauft man sich den, wird dann zu so einem Jesus-Hooligan und zieht ihn Sonntagabend verschwitzt wieder aus, legt ihn in die Schublade mit den 14 anderen Schals, wo der Mieb der 14 deutschen Großstädte entgegenkommt. Klasse. Ich habe eine kurze Umfrage mit euch vor. Und zwar möchte ich mal kurz, dass ihr klatscht, wenn ihr extra für den Kirchentag angereist seid. Gedacht. Ja, meine zweite Frage wäre nämlich, wer denn überhaupt aus Nürnberg kommt? Und wer von denen, die gerade bei Nürnberg geklatscht haben, kommt eigentlich aus Fürth? Naja. Ich komme auch aus Fürth. Und wenn man das so im Ausland sagt, wenn man so im Urlaub, wo kommst du her, keine Ahnung, dann sagt man so Fürth. Kein Mensch. Ja. Dann sagt man bei Nürnberg, ach so, Nazis. Thema wechseln. Nee. Nürnberg ist zwar schon so eine Großstadt, aber manchmal echt übelstes Kaff. Also ich habe letztens mit einem Kumpel aus Berlin gequatscht und der hat dann festgestellt, es gibt unter der Woche gar keine Nachtbusse in Nürnberg. Wie kommt ihr dann heim? Also unter der Woche, dann meinst du, wir kommen nicht heim, ist ja auch niemand unterwegs, ja. Es gibt das Sprichwort, so irgendwann werden dann die Gehsteige hochgeklappt und wenn man sich Nürnberg ansieht, glaube ich, wurden an manchen Tagen die Gehsteige seit 2 Wochen nicht mehr runtergeklappt. Für all diejenigen, die jetzt im Programm gelesen haben, hier ist Poetry Slam und sich denken, wieso macht der Typ dann nur Gags? Für die habe ich jetzt eine Minute sinnliche Technikpause. Wenn ich umbaue und dann gibt es einen Vorwurf für den Text. Wie viele Sekunden sind noch übrig? Mir wurde gesagt, ich soll eine Minute anfangen. Ich habe auch keine Uhr dabei. Manfred explodiert. Es ist einfach, was drin vorkommt. Das ist ja gar nicht lustig. Eines Tages fuhren wir zu viert für einen Sonntag ins Allgäu zum Skifahren. Das Auto war bis oben hin voll und zusätzlich habe ich an der Tankstelle noch eine ca. 20 cm hohe Bordsteinkante mitgenommen. Sehr zum Leidwesen der Insassen, die aus ihrem Dämmerschlaf geweckt wurden. Die eigentliche Action passierte aber nach dem Skitag. Dieser verlief ereignislos. Mein Kumpel wollte unbedingt eine heiße Schokolade kochen. Hat alles, was man dafür braucht, eingepackt. Heiße und Schokolade. Schokolade war zum Glück ausreichend vorhanden, nur mit dem Heiß gab es ein paar Probleme. Nachdem der Topf mit Milch gefüllt und die Schokolade in Stückchen hineingegeben wurde, wurde das Ganze mit dem Gaskocher erhitzt. Die Minuten verstrichen und die Milch wurde nicht wärmer. Da es eine Gasflamme auf eine volle Gaskartusche benötigt, war in der Planung für die heiße Schokolade leider nicht vorgesehen. Also tranken wir dann lauwarme Milch mit stückiger Schokolade statt der versprochenen heißen Schokolade. Wenn man allerdings auf einem Parkplatz zu Fuß einer Gondelanlage eine Gaskartusche leert, muss diese noch entsorgt werden. Als umweltbewusste Menschen kamen natürlich sofort in den Sinn, sie einfach mit heimzunehmen und dort dann wegzuschmeißen. Also Kartusche in die Plastiktüte gepackt und ab die Post. Kaum waren alle Türen verschlossen, machte es sich ein leichter und schnell stärker werdender Gasgeruch bemerkbar. Dass eine Gaskartusche, die zwar kein Feuer mehr macht, trotzdem nicht ganz leer ist, kann ja keiner ahnen. Die Tüte, in der die Kartusche eingepackt war, blies sich verdächtig schnell auf und wurde immer voller.
Dass wir obendrein noch mit einem Erdgasauto fuhren, machte die Ironie eigentlich noch viel besser. Also muss dein Entschluss gefasst werden. Die Kartusche muss so schnell wie möglich raus. Auf den nächsten 100 Metern des Parkplatzes fand sich allerdings kein Mülleimer und wir drohten langsam am Gasgeruch zugrunde zu gehen. Glücklicherweise kam eine Ausfahrt an eine Bushaltestelle, wo logischerweise ein Mülleimer rumstand. Hier kommen zwei Nebenpersonen ins Spiel. Während wir mit dem immer größer werdenden Gasballon in die Bushaltestelle rasten, parkte ein gestandener Manfred seinen Reisebus und war eine Quarze. Von der sich näheren Brandgefahr ahnte er freilich nichts, und zu unserem Glück kam noch eine Ausflugsmutti zu der Situation hinzu. Sie wollte in Ruhe an dem zweiten Mülleimer dort den Müll entsorgen, der über den Tag entstanden ist. Ihre Tüte war wesentlich kleiner als unsere. Doch sie hatte die Rechnung ohne den Manfred gemacht. Kraft seines Amtes als Reisebus-Sheriff nahm er das noch verbleibende Blumen zusammen und faltete die arme Frau zusammen. Sie solle ihren Campingmüll doch gefälligst mit nach Hause nehmen. Guerillamäßig fuhr ich an die Bushaltestelle ran, U-Turn, um gleich wieder loszupreschen. Dann stieg mein Kumpel aus, mit dem spontan gebauten Wetterballon in der Hand und stopfte so schnell wie möglich die Kartusche in den Mülleimer, der nicht unter der Aufsicht des Manfred stand. Zurück ins Auto und ab geht's, nicht viel weg. Dass Money noch sieht, was die Junggörner schreiben. Was mit den handelnden Personen passiert ist, weiß niemand mehr so genau. Ich kann nur hoffen, dass alle Mülleimer und Ausflugsmutis die Explosion des Manfreds überlebt haben. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch einen zweiten Teil an Gags, die nichts mit dem Kirchentag zu tun haben. Und da habe ich zu Beginn ein kleines Quiz für euch. Was ist das? Das sind meine deutschen Freunde, wenn sie anstoßen, weil sie immer unbedingt in die Augen schauen müssen. Es gibt nichts, was mich mehr nervt, als dieses in die Augen schauen und anstoßen. Ja, schlechten Sex, wer es glaubt, ja. Wenn ich mir meine Freunde so anschaue, dann denke ich mir lieber schlecht als gar nicht. So, ist total nervig. Aber wisst ihr, was noch nerviger ist? Wenn der größte Podcast Deutschlands eine Woche vor deinem größten Auftritt bisher deinen Eröffnungsgag verrät. Okay, hat keiner gehört. Glück für mich. Eine Personengruppe, gegen die ich so ein bisschen was habe. Und ich meine das jetzt nicht persönlich, weil ich finde das völlig gerechtfertigt. In 10 Jahren darf jemand was gegen mich haben. Aber das sind Millennials. Also ist mir jetzt auch echt egal, wie alt du genau bist, aber wenn du weißt, aus welchem Haus in Hogwarts du kommen würdest, dann will ich nichts mit dir zu tun. Ja, hör Take That auf deinem iPod Nano, geh eine Runde joggen, ist mir egal. So, viel Spaß nächste Woche bei uns in der mittelgroßen Halle in Deutschland beim Alligator-Konzert, wo du mit deinem Renault Twingo hinfährst und ganz laut willst du hörst. Ohne mich, ja. Oh, Alligator-Fans. Dass sich das jetzt noch jemand traut, krass. Nee, untrennbar mit den Millennials sind natürlich auch die 90er verbunden. Und ich hasse die 90er, ja. So, Hits von damals werden als moderne Songs recycelt oder verkauft, Fernsehshows werden nochmal produziert und sind immer noch nicht gut. Und ich finde, die 90er sind so der Testlauf für das neue Jahrtausend gewesen. So, es hat die Probleme aufgezeigt, die man angehen musste. Rechtsextremismus, langsames Internet, Parteien, die nicht wissen, wo das Geld hingegangen ist. Und ich finde, wenn man da zu den letzten 20 Jahren Revue passieren lässt, haben wir da richtig was geschafft. Genau wie die Gesellschaft stirbe ich auf Herausforderungen. Und weil ich Herausforderungen liebe, studiere ich was Technisches. Ja, ich werde Ingenieur. Oh. Und weil es ist jetzt nicht ganz wie ihr denkt, also ich habe eine Beziehung und niemand zahlt dafür, das ist krass. Weil so die Herausforderung durch das technische Studium einfach noch nicht groß genug war und ich einfach ein bisschen mehr Druck in meinem Leben brauchte, habe ich dann so die Kraft pro Fläche erhöht. Krass, hier hat niemand was Technisches studiert. Nee, und also wer studiert hat, der weiß das, man hat nur eine bestimmte Anzahl an Versuchen für eine Prüfung. Ja, also man hat dann in der Regel 3 Stück. So, der erste Versuch ist kompletter Freifahrtschein, man macht, was man will, man guckt sich die Prüfung mal an, wurscht. Mal der zweite Versuch, wenn man den ersten nicht geschafft hat, haben wir immer noch, hat noch einen dritten Backup, da kann man mal ein paar Tage für lernen.
nicht so wild und dann hat man den dritten. Ja, da muss man richtig Gas geben, da muss man dann auch mal ein bisschen was für lernen, weil sonst ist das Studium vorbei. Und so einen Versuch habe ich jetzt, ja. Immer so ein bisschen Druck, eben wenn die Mutter am Esstisch fragt, wann denn die Enkel kommen, einfach so ein bisschen Druck machen im Leben. Und das wäre alles nur halb so wild, wenn ich nicht mein komplettes anderes Studium bereits abgeschlossen hätte und mein gesamtes Studium 3,5 Jahre von dieser einen Prüfung abhängen, die nur noch 90 Minuten dauert. Und ich hoffe einfach mal, dass das morgen klappt. Wenn man Leute fragt, was sie so lesen, gibt es zwei Möglichkeiten, wie sie antworten. Einerseits können sie so den Titel vom Buch sagen, und dann hat man in der Regel gar keine Ahnung, weil man keine Buchtitel dazugehörigen Inhalt kennt. Oder sie antworten dir mit dem Autor, also so, dann wirkt dann so mega klug. Was liest du gerade? Ich lese Dostojewski. So. Glaube ich nicht, ich glaube kein Mensch hat jemals Dostojewski gelesen, aber es wirkt halt unfassbar intelligent, ja. Das ist total krass so. Und wenn du in der ersten Reihe mich jetzt fragst, was ich denn lese, und ich sage, ich lese das Werk von Karl, wie gut komme ich rüber, gell? Aber was niemand weiß, dass das in Wahrheit die kleine Robin Dimmersatt ist. Weltliteratur muss auch hier ordentlich appreciated werden. Habt ihr auch in eurem Freundeskreis so Leute, die Anfang 20 schon irgendwie eine eigene Wohnung haben und dann so irgendwie so renovieren müssen? Also man selbst wacht so Dienstagmorgen um 11 Uhr, verballert auf, schon in den Kühlschrank, ist nur noch Licht drin. Dann schaut man so auf sein Handy und dann hat irgend so ein Kumpel so eine Nachricht geschrieben, hey, ich habe gerade eine Waschmaschine eingebaut, gleich streiche ich mein Schlafzimmer und läuft es bei dir so. Ja, short story short, so ein Typ bin jetzt ich. Ja, ich bin 22, wohne im Rhein-Mittelhaus und während andere Leute in meinem Alter um 16 Uhr aufstehen, habe ich heute um 16 Uhr Angst gehabt, dass mein Keller vollläuft. Sollte mir echt keine Gedanken machen müssen, ob ich noch Rasen mähen muss diese Woche. Also ich bin nicht in dem Alter dafür. Aber gut, rutscht man halt so rein in die unfreiwillige Privilegiertheit. Soziale Ungleichheit ist noch einer Seite kacke. So, gleiches deutsches Thema wie Rasenmähen ist so die Zeitumstellung. Da sind so manche dafür, manche dagegen. Ich persönlich finde es klasse. So einmal im Jahr ausschlafen for free dafür, dass man einfach einmal im Jahr später ins Bett geht, als man sowieso tut, ist eigentlich ein super Deal. Und mein Vorschlag wäre es, zweimal im Jahr die Uhr zurückzustellen. Ja, dann kann man nämlich zweimal im Jahr extra ausschlafen. Und dann ist so die Sache, hä? Ja, aber das verschiebt sich doch alles. Ich habe die Lösung. Alle 6 Jahre stellen wir die Uhr um einen halben Tag wieder um. So, weil das fällt dann auch nicht weiter ins Gewicht. Dann gehen wir mal ins Berg rein und dann ist die Uhr eben einfach gesetzt. Weiß nicht, ob das zu allen Leuten gefällt. Ich finde es klasse. Kennt ihr Leute, die Boulder? Da gehen die starken Boulderarme nach oben. Nee, Leute, die Boulder, da kennt man relativ schnell, weil sie ja relativ schnell davon erzählen, dass sie Bouldern. Und auch immer so ultra lustige T-Shirts dann tragen, so Bouldern ist wie Golf, nur eine Paddel. Und sie haben auch immer ihren eigenen Beutel mit diesem weißen Pulver dabei, wofür sie genau wissen, wofür das da ist, ja. Und wenn ich so bei meinen Freunden beobachte, die so das Bouldern anfangen, da gibt es so einen Break-Even-Point, wo die dann sind, und zwar, wenn die ihre eigenen Boulderschuhe, also Karabiner am Rucksack tragen, dann weißt du, jetzt geht's richtig bergab. Ich habe letztens in der Fußgängerzone vor einem Laden gewartet, das war so kurz vor 10, wenn der dann aufmacht, und ich habe am Handy geguckt und die Sekunden gezählt, bis er wirklich aufmacht, wie man das halt als Deutscher so tut. Und pünktlich um 10 Uhr ging der dann auf, der Laden, da war so ein Rolltor, ja. Und das Rolltor ging dann hoch, 10.01 Uhr. Und dann war das Rolltor auf dieser Höhe, ja, ungefähr so. Da sind erwachsene Leute unten drunter durchgekrabbelt, um ja die Ersten in diesem Laden zu sein. Krass, so ein Selbstbewusstsein, das hätte ich auch. In dem Laden haben sie auch Spielzeug verkauft und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Nürnberg ist nicht nur für Nazis bekannt, sondern auch für Spielsachen. In Nürnberg gibt es die weltgrößte Spielwarenmesse, die ist immer im Februar. Und ich habe da dieses Jahr ausgeholfen und gearbeitet.
ich muss sagen, man denkt bei Spielwarenmesse immer dran, ja, junge Familien, Kinder, die so die Neuheiten ausprobieren und so. Nee, wenn man sich die Zielgruppe oder die Besuchergruppe von der Spielwarenmesse so anschaut, dann könnte man denken, das sind alte asiatische Opas, so alle über 50 sind, und ich glaube, die heißen über 50, weil sie mindestens über 50 Meter Abstand zu Kindern halten müssen. Was bei so Messen dann auch mal der Fall ist, die Leute schauen so ultra seriös aus, und dann hast du so ein Business-Meeting, hockt so ein Typ mit einem Anzug gegenüber, da schiebt sich gegenseitig die Millionen rum und plötzlich übersteckt die Person so ihre Beine und dann blitzen da so hässliche Socken, so Avocados oder lachende Gurken oder sowas raus. Finde ich da echt unfassbar schlimm, aber wer drauf steht, meinetwegen. Wenn man nicht gerade für 26 Millionen Euro Barbie-Puppen einkauft, dann muss auch ich ab und zu mal ein paar kleinere Dinge besorgen. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn man so eine, oder auch kennt von euch selbst, wenn so eine größere Anschaffung im Raum steht, ja, dann überlegt man mehrfach, ob man sich das kauft. Also manche Leute machen so den Impulskauf hier, Amazon Prime, morgen ist es da. Und ich bin aber so, ich warte dann, ich lege das im Warenkorb und dann schaue ich mal, ob ich mir das leisten will, schaue ich, ob ich mir das leisten kann. Und dann warte ich so, ob es das vielleicht von selbst kauft. Und letztens habe ich so lange gewartet, ob sich mein Produkt selbst kauft. Ob die, da hat die Kassiererin im Rewe gefragt, ob ich mein Toastbrot nicht jetzt endlich kaufen will. So, und weil ich nicht ganz wusste, was ich jetzt zum Schluss sagen soll, ist mir eingefallen, dass es im kirchlichen Kontext ja ein klasse Wort gibt, wie man Texte beendet. In dem Sinne, Amen. Willkommen in der Stadt und habt noch einen schönen Abendausklang. Tschüss!